Servus zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Potential. Ich sag's nochmal ganz deutlich, Potential Rating Predictions. Ja, heute mal mit dieser, ich sage mal, Erweiterung des Titels, denn in der letzten Episode kam wieder so ein bisschen Diskussion auf, die überhaupt nicht sein muss. Warum nicht einfach jedem seine Meinungsfreiheit lassen? Ich verstehe es nicht, aber dazu habe ich ja schon im Vlog was gesagt, deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Wenn euch die heutige Episode gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Wenn wir 700 Likes mal wieder schaffen, wäre das richtig, richtig nice. Die Spieler heute hätten es auf jeden Fall verdient. Ich habe mich natürlich an euren Wünschen orientiert und wir haben Spieler dabei, der gerade erst für eine Menge, Menge Geld transferiert wurde, von daher denke ich mal, können wir uns schon auf einiges hier freuen. So, bevor wir jetzt richtig loslegen mit den 5 Spielern, Videobeschreibung, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter auschecken, IG Vault auf jeden Fall auch vorbeischauen für günstige Münzen momentan, Rabatt kommt aktuell mit TV 6%, aber das ist noch nicht alles, denn ich möchte noch mal ganz kurz erläutern, was ich im Vlog gesagt habe, beziehungsweise auch noch mal in einem anderen Vlog, und zwar, es ist meine Meinung, es ist meine Einschätzung. Ihr hättet in den letzten Jahren immer wieder komische Ratings rausgehauen und deswegen ist es meine Prediction, wie EA es machen würde. Es spiegelt nicht zwingend meine Meinung wider. Ich bringe meine Meinung mit ein, allerdings sage ich nicht, dass meine Meinung komplett richtig ist, dass meine Meinung die einzig vertretbare ist und dass EA es genauso machen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie so machen und weil ich mich an EA orientiere und an South FIFA, mache ich diese Ratings, ja? Lewandowski hat da eine 88. Ist halt nun mal so. Könnt ihr euch bei EA beschweren? Er hätte ein Upgrade verdient gehabt. Keine Frage, er hat es nicht gemacht. Und deswegen orientiere ich mich ein bisschen daran. Die zweite Sache ist, ich habe gesagt, Boateng hätte als Innenverteidiger 90er Rating verdient. Da wurde gefragt, wieso hat er 90er Rating verdient? Was hätte Ramos dann verdient? In meinen Augen eine 88. Warum? Ganz einfach, ich erkläre es euch an einem Beispiel. Seht ihr jetzt hier eingeblendet. Die beste Position sollte auch immer von, also der beste Spieler auf der jeweiligen Position sollte immer das beste Rating haben. Im Tor beispielsweise ist es Neuer mit einer 90. Dabei gibt es bei danach irgendwie 87, glaube ich, ist das nächste mit Buffon. Bin mir gar nicht sicher. In der Innenverteidigung ist der beste Spieler, soweit ich mich erinnere, Thiago Silva mit einer 88. Warum ist Thiago Silva nicht auch 90 bewertet, wenn er der Beste auf seiner Position ist? Das finde ich Schwachsinn. In meinen Augen ist Boateng der Beste auf seiner Position. Dementsprechend sollte er wie ein neuer 90er Rating haben. Iniesta oder Modric, die Bestbewerteten auf der Mittelfeldposition, sollten ebenfalls auf 90 gehen. Ich kann es verstehen, wenn einige Spieler wie Neymar, Suarez, im Sturm kann es ganz anders sein mit dem Rating, Ronaldo, Messi sowieso, die sind in einer anderen Liga. Wenn die ein bisschen höher bewertet sind, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ansonsten finde ich persönlich, dass man das Ganze auf ein Level bringen sollte, was die besten Spieler angeht. Ja, weil sonst ist einfach, was heißt, wieso ist ein Neuer eine 90 auf seiner Position, wenn er der Beste der Welt ist, und Boateng als Bester der Welt ist nur eine 87 oder 88? Verstehe ich nicht ganz. Könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, weil ich hoffe, ihr versteht überhaupt, was ich meine. So, jetzt aber ohne weitere Umschweife zur ersten Karte für diese Episode. Und das ist gleich der direkt Angesprochene von mir. Und zwar Yannick Bolasi. Gewechselt vom FC, Crystal Palace. Genau, von Crystal Palace zum FC Everton für knapp 30 Millionen. 77er Karte letztes Jahr, 78er Karte nächstes Jahr. Ich hätte mir, beziehungsweise ich kann mir aufgrund der Ablöse vorstellen, dass ihr ihn ein bisschen höher bewertet. So auf 79 oder sowas. Höher sollte aber gar nicht gehen. Seine diesjährige Saison und seine Leistung allgemein war nicht so stark wie die in der Saison davor. Davor hat er eine Team of the Season Karte bekommen, war sehr, sehr krass. Dieses Jahr war er nicht ganz so krass. Und dementsprechend für mich ein Upgrade-Punkt nach oben, nicht 2 und schon gar nicht 80 oder so, auch wenn er 30 Millionen kostet und damit fast so viel wie Douglas Costa. Das ist einfach nicht wert, das sind einfach diese utopischen Preise in der BPA. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Die Werte sehen trotzdem definitiv in Ordnung aus. Er ist sehr schnell unterwegs. 86 Dribbling hat er sich in meinen Augen letztes Jahr schon verdient gehabt. 70 Shooting, 71 Passen, 81 Physis. 5-Star Skills, 4-Star Weak Foot. Können wir uns drauf freuen. Nichtsdestotrotz, trotz der hohen Ablöse, nicht das allerhöchste Rating. Zweiter Spieler. Wir haben allgemein relativ viele linke Mittelfeldspieler. 3 an der Zahl in dieser Episode. Und der zweite ist von Bayer Leverkusen. Riesentalent, zwar Julian Brandt. Momentan bei der Olympiade aktiv für die deutsche Mannschaft, für die deutsche U23 Auswahl mit den Bender-Zwillingen und ich weiß nicht wem noch. Und da bisher recht erfolgreich gewesen, zugegebenermaßen. Ich glaube 9 Assists oder so hat er bisher gemacht. Deutschland steht ja im Halbfinale. Er ist auf jeden Fall einer der Rising Stars und in meinen Augen war er das auch schon am Ende der letzten Bundesliga-Saison. EA hat ihn nicht wirklich geupgradet in Head-to-Head, beziehungsweise auch im Winter hat er kein Upgrade bekommen, allerdings ist er erst in der Rückrunde richtig ausgerastet. Trotzdem denke ich, dass er dieses Upgrade, was ihr sehen könnt, auf 78, also plus 4, definitiv verdient hat. Damit ist er auf einem Level mit Bolasi, ich denke mal, da kann man ihn momentan ganz gut einordnen. Er hat noch Luft nach oben, er ist noch jung, er ist noch nicht ganz so erfahren, aber es wird alles kommen. Und ich denke mal, Brandt könnte eine der absoluten Superkarten werden in FIFA.
in Ultimate Team, was die Overpowered angeht, im Karrieremodus, was das Potenzial angeht und in Zukunft allgemein, was das Potenzial in Realität angeht, weil der Kerl könnte richtig durch die Decke schießen. War ein Fehler von Wolfsburg, den gehen zu lassen, wenn man mal sieht, wen sie momentan so im Kader haben, was sie für Probleme haben. So ein Brand könnte da nicht schaden. 78er Rating auf jeden Fall, 82 Tempo, 75 Shooting, 74 Passen, 83 Dribbling. Gerade sein Abschluss und sein Passen müssen deutlich verbessert werden, denn er hat viele Tore gemacht in der Rückrunde. Ich glaube, irgendwie 8 Spiele in Folge getroffen oder sowas oder 6. Nicht schlecht. Bei einem englischen Spieler wird das schon für ein 90er Rating oder 90er Potenzial so reichen. Bei Brand noch nicht ganz, aber vielleicht nächstes Jahr. Wie auch immer. Wir kommen zur dritten Karte für diese Episode. Und das ist ein weiterer Spieler, der so ein bisschen, ja, aus der Region kommt. Ein paar Kilometer nur entfernt, ist diesmal ein Torwart und heißt Timo Horn. Den habt ihr euch gewünscht vom 1. FC Köln, den Keeper. Momentan ja auch bei Olympia dabei. 80er Rating dieses Jahr, nächstes Jahr 81. Lasst mich sprechen. Wie gesagt, ich habe da immer so ein bisschen EA im Hinterkopf. Ich kann mir bei Hector vorstellen, oder er hätte es vielleicht verdient, auf 79 zu gehen. Ich weiß aber nicht, ob EA es machen wird. Gleiche Sache ist es bei Horn. Horn hat definitiv gute Leistung gebracht. Ein 80er Rating ist angemessen, man könnte aber höher gehen. Aufgrund dessen, dass er jetzt gerade bei Olympia spielt, dass er vielleicht der beste deutsche Nachwuchstorwart ist, so vom Potenzial her, und dass er es einfach richtig drauf hat. Trotzdem denke ich, dass EA nur auf 81 machen wird. Mit 81 Hechten, die hat er verdient, das sind plus 3, was hat er trotzdem verdient. 84 Reflexen, 80 Ballsicherheit, 80 Abschlag, 83 Positioning und 48 Tempo. Ich hatte erst eine 82er Karte, hab's dann rückgängig gemacht. Und warum? Ganz einfach. Horn spielt bei Köln, nicht bei einem prestigeträchtigen Team. Ich glaube, Karius wird ein größeres Upgrade bekommen, alleine weil er zu Liverpool und damit zu einem prestigeträchtigen und großen Club gewechselt ist. Köln ist in den Augen von EA vielleicht ein Club, der relativ interessant ist, weil er eine große Stadt hinter sich hat und viele Fans. Aber ich denke trotzdem, dass die den eher so als Mittelfeldclub in der Bundesliga sehen und deswegen nicht höher gehen werden als 81. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht bleiben sie auch nur bei 80, wir werden sehen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, das ist wieder Orientierung an EA. Ich hätte ihm 82 gegeben. Habe ich auch erst, hab dann überlegt und jetzt auf 81 korrigiert. Ist, denke ich, aber auch okay. Die Karte sieht so oder so mit den Werten sehr, sehr nice aus. Wir kommen zur vorletzten für diese Episode. Und auch das ist wieder der letzte, ja, Flügelspieler, beziehungsweise der letzte linke Mittelfeldspieler für diese Episode. Und sein Name ist Philipp Kostic. Gewechselt vom, ja, VfB Stuttgart zum Hamburger SV, vom Absteiger zum ehemaligen Relegationsteilnehmer. Für die Rekordablöse, ich glaube 13 Millionen oder sowas, hat der HSV berappelt. Mehr als damals für Van der Vaart. Und der ist richtig eingeschlagen. Gut, war eine andere Zeit zugegebenermaßen. Und normalerweise sollte Hamburg auch jetzt nicht mehr das Geld haben wie damals, wo sie noch erfolgreich waren. Aber nichtsdestotrotz, sehr teurer Spieler. Und mal sehen, ob er an die Erwartung anknüpfen kann. Letzte Saison vielleicht einer der besten bei Stuttgart nach Tidavi gewesen. Allerdings zugegebenermaßen mit dem unverdienten Team of the Season in meinen Augen. Ich bin gespannt, wie er sich bei Hamburg machen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er sehr ausrasten wird, sehr eskalieren wird. Ich fände es schön für ihn. Es würde mich auf jeden Fall freuen, auch für Hamburg, denn dann hatten sie einen guten Transfer gemacht, haben allgemein gut eingekauft den Sommer. Wie sie eingekauft haben, mit welchen Millionen, ist da erstmal egal. Mich juckt es gerade sowieso nicht, weil ich mit meinem Team in der zweiten Liga bin. Aber ich kann verstehen, dass sich manche darüber aufregen, weil ohne Kühne, wer weiß, wo der HSV wäre. Nichtsdestotrotz, Kostic war teuer, Kostic hat aber gute Anlagen auf jeden Fall, ist in meinen Augen letztes Jahr einer der besten Flügelspieler der Liga gewesen, hat dann über einem etwas schlechteren Team gespielt, beziehungsweise einem Team, bei dem es einfach nicht lief. Auch wenn ich ja nach der Winterpause kurz geglaubt habe, dass die definitiv nicht absteigen werden. So kannst du dich täuschen. Wie auch immer, 78er Rating, mehr in meinen Augen hat er nicht verdient, auch einfach aufgrund dessen, dass er, ja, seine Leistung war nicht so überragend, dass man jetzt deutlich höher gehen müsste. In netto hat er immer noch 77, von daher denke ich mal, passt das. Man könnte vielleicht auf 79 gehen, aber ich bleibe bei 78, auch weil er jetzt nicht bei dem größten Verein in Deutschland spielt, sondern nur weil er mal groß war. 89 Tempo, 75 Shooting, das ist ein deutliches Upgrade, das sind plus 3, aber das kann man in meinen Augen rechtfertigen. 74 Passen und 74 Physis, sieht sehr nice aus und ich bin gespannt, wie er sich bei meinem HSV entwickeln wird. Er hat viel Potenzial, er muss es nur abrufen, das hat Van der Vaart damals auch geschafft und ich hoffe, er schafft es da auch, denn es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Kommen wir zur letzten Karte und das ist nochmal ein Sechser und eine richtige Kante für diese Episode zum Abschluss recht passend, und zwar Gregor Krychowiak, gewechselt von Sevilla, ihr seht schon ganz viele Wechsel diese Episode, zu Paris Saint-Germain und das vollkommen zu Recht, denn PSG ist ein größerer Fall, beziehungsweise mit mehr Ambition und mehr Titeln als Sevilla es sein wird. Sevilla hat immer noch Atletico vor der Nase, dazu Villarreal eventuell in manchen Aspekten, Real und Barcelona. Sie gewinnen regelmäßig, andauernd die Europa League, aber du willst natürlich auch mal als Champions League-Finalist irgendwann dastehen, beziehungsweise als Halbfinalist oder so, oder auch mal Champions League spielen. Und Krychowiak hat definitiv die Anlagen dafür, das Talent und auch das Potenzial immer noch, obwohl er schon relativ alt ist, ich glaube 26 oder 27. Hat eine sehr, sehr starke Saison bei Sevilla gespielt, für mich vielleicht der beste Spieler im Mittelfeld von Sevilla. Vielleicht neben Eva Banega, den ich auch extrem feiere, der jetzt zu Inter gegangen ist. Er hat 72 Tempo, 74 Passen, 84 Defending, 88 Physis jetzt von mir bekommen, 60 Shooting. Das heißt plus 3 Shooting beispielsweise. Er ist in meinen Augen eine richtige Kante, vielleicht einer der besten Sechser der Welt. Und hier ist die große Frage, geht er auf 84 oder bleibt er auf 83? Also geht nur um 1 hoch. Ich habe auch hier erst 84 gedacht, bin dann aber runtergegangen aufgrund seines Alters.
und aufgrund dessen, dass der Transfer nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass EA es theoretisch ihn auf 84 setzen würde. Wäre allerdings in Relation dann wieder ein bisschen komisch, weil Matuidi, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der letzten Jahre, auch nur 84 hatte zum Start von FIFA 16. Ja, wenn man aber allgemein das Niveau anheben würde, wie ich es vermute, beziehungsweise wie ich es mir wünschen würde, was ich ja am Anfang der Episode erklärt habe, dann hätte Krychowiak auf jeden Fall eine 84 verdient, denn der Typ ist ein absolutes Brett, vielleicht einer der besten Sechser der Welt, zusammen mit Sergio Busquets und Daniele De Rossi und, ja, wem eigentlich noch? Schreibt es mal in die Kommentare, aber, ja, dementsprechend, großer Wechsel für ihn, guter Wechsel für PSG, damit haben sie das Mittelfeld auf jeden Fall stabilisiert und nochmal erweitert um eine sehr wichtige Position und, ja, auch guter Wechsel für Sevilla, weil sie dadurch Geld eingenommen haben, zumindest soweit ich. Naja, gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Die Episode war heute mal ein bisschen länger, aber ich denke mal, das war kein Problem. Ich chill mich jetzt gleich entspannt hin und gucke Gladbach gegen die BSC Young Boys Bern. Bin gespannt, wie das ausgehen wird. Und ja, schreibt mir in die Kommentare eure Meinung, ob ihr das Spiel, was ich jetzt gleich gucken werde, auch geguckt habt und wie ihr ja, allgemein diese Idee von mir findet, dass das Niveau von den Ratings vom Torwart beispielsweise Neuer mit 90 dann auch auf die Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer angepasst werden sollte. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich bin gespannt. Vorschläge für die nächste Episode auch unten rein. IG World auschecken, die Social Medias auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und das kommt morgen, obwohl ich auf Malta bin. Seid dankbar, Freunde. Ich wäre es an eurer Stelle. Aber genug gemeckert. Bis dann, macht's gut, haut rein, passt auf euch auf und ciao.